Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute spielen wir wieder World of Warplanes. Die Serie geht wieder weiter. Wir machen so lange Videos, bis wir auf Tier 10 gelandet sind. Das kann noch ein bisschen dauern. Also heute sind wir wieder mit einer P12 auf Tier 1 unterwegs. So, wir sind hier auch schon im Gefecht. Und da fangen wir gleich mal an. So, wir fliegen erstmal ein paar Runden, dass wir nicht an vorderster Front sind mit diesem Flugzeug. So, erstmal hier auf die Panzer schießen. Ein bisschen. Da oben ist ja schon einiges hier. So, ein I5. Mal schauen, ob wir uns die holen. Die ist ein bisschen hoch, glaube ich. Da ist eine P12. Strömungsabriss. Weil wir zu langsam fliegen hier. Wir kommen einfach nicht höher. So, jetzt hier. Jetzt haben wir mal den Boost eingeschaltet. Eine Goldfinch kommt hier gleich auf uns zu. Nee, die fliegt geradeaus runter. Hinter uns ist schon ein bisschen mehr unterwegs. Die nehmen uns schon ganz schön unter Beschuss. Das muss man schon sagen hier. So, jetzt sind wir tot. Das war nicht so gut, diese Runde hier. Aber es kann auch nicht jede Runde so super gut sein. Wir schauen dafür noch ein bisschen zu, was die Teamkollegen so machen. So, einfach mal schauen. Was der hier so tut. So, wir haben nur noch 3 Mana und die Gegner sind noch voll besetzt. Das werden wir, denke ich, mal verlieren. Aber mal warten. Was das so gibt noch hier. Ja, der fliegt einfach noch rum, aber richtig was tun kann der halt auch nicht. So, da sind Panzer, da noch Panzer, da hinten sind die Gegner. Jetzt schießt er halt auf die Bodenziele. So ganz locker hier, aber das war's, denke ich, auch gleich schon. Das wenn wir verlieren, ja, jetzt wird noch ein verbündetes Flugzeug von uns zerstört.
So, der schießt gleich auf das Schiff hier. Da passiert gerade nicht viel. Das ist ein bisschen langweilig. Deswegen würde ich sagen, dass wir gleich mal in den Hangar gehen und schauen, ob wir irgendwas verbessern können oder halt ein neues Flugzeug kaufen können. So. Jetzt gehen wir mal in den Hangar. Mal schauen hier, was das so geworden ist. Für uns ist es nicht gut gelaufen, glaube ich. Jetzt gehen wir hier auf Forschung. Mal schauen, was wir so kaufen können. So, da haben wir einiges zur Auswahl. Da hätten wir ein P23, könnten wir kaufen. Oder eine F2F. Ich muss mal schauen, was hier besser ist. Das weiß ich nämlich selbst nicht so richtig. Das ist ein Jäger. Das ist ein Mehrzweckjäger. Ah, da ist noch ein Mehrzweckjäger. So, wir schauen uns das mal an. Hier. Ich mag eigentlich. So, wir schauen uns jetzt erstmal das hier an. Also. Wir waren hier an dritter Stelle. Also überhaupt nicht gut. Kann man leider sagen. Ja. Aber es läuft auch nicht jedes Match so gut. Also, ich würde jetzt hier zu der F2F tendieren. Er hat halt mehr Hitpoints wie der leichte Jäger hier. Oder halt wie dieses Flugzeug. Deswegen will ich zu der hier tendieren. Ja, das nehmen wir jetzt einfach mal erforschen. So, jetzt können wir das kaufen. Nee, wir müssen erst noch ein Flugzeug verkaufen hier. Welches verkaufen wir? Das hier. Ja, die Besatzung entlassen wir. Die ist so schlecht, die brauchen wir sowieso nicht. Also, ja. Jetzt gehen wir wieder zur Forschung und können hier auswählen. So. Yep. Und da ist er auch schon. Die F2F. So, können wir irgendwas an der verbessern? Die hat Bomben, die können wir erforschen. Oder das hier, das Teil, was ist das? Ein besseres Maschinengewehr. Plus 11. Ich würde sagen, wir wählen mal das hier aus. Das bringt uns meiner Meinung nach am meisten. So, das bauen wir jetzt auch mal ein. Die Bomben holen wir uns. So, geht klar. Jetzt müssen wir schauen, ob wir die auch drin haben. Da weiß ich es nämlich nicht. Mal gucken hier. So. Wir haben zwei Bomben an Bord. Das ist gut, finde ich. Ja, und ich würde sagen, das war's auch für heute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.